Hallo Rudi. Sitzen wir da. Das 10 Minuten Kunst erklären war die Idee, dass wir uns ein Werk exemplarisch vornehmen und dann über das, dann über. Das ist aber schwierig, weil da sind 1000 Werke oder 2000 Werke bei dir da jetzt im Atelier. Ja, also. Das ist was, was ich noch nicht weiß, was es werden wird, das könnte man nehmen. Da ja. Okay. Ich sage nur jetzt, also das ist unser Sommer-Special. Das heißt, wir fahren in die Ateliers, normal machen wir das im Studio. Und ja, nur jetzt für die, die es sich anschauen, wir sitzen da in der Favoritenstraße 1 in einem Geschäft. Das ist gleichzeitig einerseits der Arbeitsplatz, aber zur Hälfte Arbeitsplatz und aber Archiv ist. Und natürlich, du bist ja ein intensiver Sammler von verschiedenen Objekten. Ich bin Finder. Also ich meine, ich sammle, also ein normaler Sammler legt Wert auf Komplettheit. Ja. Und das tue ich überhaupt nicht. Also mir gefällt irgendwas und ich krall es mir. Also so ist ungefähr der Vorgang. Ich kann mich noch erinnern, wie du vor vielen Jahren erzählt hast, die Idee ist das, dass du irgendwo einen Raum hast, wie ein Geschäft, und da steht dann drüber Sachen. Ist das das jetzt? Das ist es, und seit neuestem steht da drüber Kleinschreibung in Großbuchstaben. Das ist ein Werk der Stefanie Brottrager, die jetzt da, demnächst werden wir das auch irgendwie Ort öffnen, wieder mit einem Wortstrom lauten Musik von. Dann nur ein Zitat, das mir in Erinnerung geblieben ist. Du hast ja jetzt so eine Jubiläumssendung im ORF, in Radiokultur gehabt. Du hast eins ausgesagt, den habe ich so wunderbar gefunden. Du magst keine Menschen, du sammelst nur sympathische. Und nein, ich sammle sympathische Menschen, ja. Weil da habe ich nicht viel zu tun. Ja. So war das. Ja. Ah, okay. Das war übrigens eine coole Sendung, also das hat mir sehr gut gefallen. Ja, ich mag das ja gern, und ja. Mit dem Dirk ist das auch immer das ja. So nett zu plaudern, und das war so eine Mitleids-70er-Sendung, die der ORF ja, spendiert so ist, hat. So ist es eigentlich nicht umgekommen, aber es war irgendwie cool zum Anrufen. Es war dann auch ein Teil dabei, der mich recht gefreut hat, auch, wie du. Wir haben jetzt dann die Möglichkeit gehabt, zu mehreren Künstlern, die sympathisch sind und die gut sind, dass wir da ein paar in Oberösterreich besucht haben und was du auch mit denen getauscht hast. Und das war auch dann ein Thema der Sendung, weil der Dirk ja auch dort was gefunden hat. Gibt es diese Verbindungen jetzt über diese Punkte hinaus? Haben sie in der Freundschaft entstanden? Ja, also jetzt Freundschaft, das ist so ein vielleicht vorschneller Begriff, aber die alten Herren, also ich bin auch bald so alt, die haben mich angerufen zu Weihnachten, und der Knogler hat mir eine Zeichnung geschickt zum 70er, und also das ist schon eine Verbindung da. Und ich muss jetzt irgendwann nach Oberösterreich und dem Josef Bauer das Bild geben, das ich für ihn gemacht habe. Ja. Er hat ja auch was für mich gemacht. Ja. Also, und das ist, wie soll ich sagen, es gibt wenig Künstlerinnen oder Künstler, die so sympathisch und normal sind. Ja? Also einfach, wo das nette Genie vorangetragen wird den ganzen Tag. Das der breiteren, interessierten Öffentlichkeit bist du bekannt durch den Lochgott, der im Standard jede Woche ist, und die aktuelle Lochgott ist abgelehnt worden, hast du mir erzählt. Ja, weil sie Angst gehabt haben, dass der Ethikrat sie irgendwie anzeigt deshalb. Aber wegen Kurzanzeigen haben sie keinen Ethikrat, oder? Da ist der Ethikrat, glaube ich, nicht so zuständig. Ist ausgeschaltet. Ja. Nein, wie gesagt, das ist. Ich meine, sie haben natürlich gute Argumente auch gehabt. Sie haben gesagt, das ist eine Privatfehde, die ich jetzt mit dem Verlag führe. Was stimmt, ja. Aber das ist ja mein. Ich bin Floridsdorfer, und da gibt es ein Sprichwort,
lieber einen Freund verlieren als einen guten Schmäh auslassen. Und das pflege ich schon. Ja. Aber ich habe natürlich keine Alternativmedien. Also früher habe ich das schon gehabt, das habe ich dann im Falter veröffentlicht oder irgendwo. Und das habe ich nicht mehr. Aber also, deine Arbeit, so wie ich das jetzt beobachtet habe, hat sich immer jetzt mehr in sehr, wie soll ich sagen, Objektsammlung, Collagen entwickelt. Also eher weg vom klassischen Cartoon. Ja, es ist so, dass ich seit ein paar Jahren im Kunstmarkt wildere. Ja. Also ich bin ja nie da präsent gewesen und ich habe nie eine Galerie gehabt oder sowas. Und habe das eigentlich kurz bedauert, wie ich angefangen habe mit diesem ganzen Collagenzeug. Aber jetzt bin ich überzeugt, dass es eh der bessere Weg ist. Aber es gibt wunderschöne oder eigentlich unglaublich, wie soll ich sagen, wunderbare Bücher, die du machst, so in Kleinauflagen, wo dann immer original Collage aussieht. Also wie gesagt, mein letztes Buch, das vom Kunstmann Verlag irgendwie initiiert war, das er dann selber nicht gemacht hat und alle anderen Verlage wollten es auch nicht, dann habe ich beschlossen, jetzt ist halt Pause. Also ich habe keinen Bock, dass ich einmal im Jahr 38, 40 überwiesen kriege als Tantiemen. Und habe jetzt Kleinauflagen, mache ich. Ich mache 100 Stück von einem Katalog oder einem Buch. Da kommt ein kleines Original drauf oder sowas und kostet 100 Euro. Ja, also das ist ein wunderbares Objekt für jegliche Sammler, Sammlerinnen, weil das einerseits sowas wie ein Original in einer, also ja, es ist ein kleines Original. Von der ersten Geschichte mit den einfachen Porträts habe ich ja fast alle verkauft. Soweit ich deine Arbeit jetzt verfolgen durfte, spielt natürlich die Sprache eine ganz wichtige Rolle. Auch das Pointierte, zum Teil sind es nur wenige Wörter oder so versteckte, wie soll ich sagen, so Ebenen, die man da rauslesen kann. Das, glaube ich, deine Arbeit ziemlich von Anfang an ausmacht. Also einerseits die grafische Seite oder die Collagenseite, aber dann gibt es immer so einen pointierten sprachlichen, wie sagt man, einen Aspekt dazu. Ja, das war anfangs ein bisschen schwierig, weil in der Schublade Cartoons, Comics war, wo ich auch nicht hingehört habe. Und die Leute lieben Schubladen. Also das ist, da bist du sofort drinnen und kommst nicht mehr raus. In der Hieronymus-Schublade. Ja. Und ich habe in den letzten Jahren hat sich das ein bisschen geändert, weil die Leute, da hab diese Museumsausstellungen gehabt und die Leute haben das langsam schon begriffen, dass da was anderes gibt, wobei das nichts, für mich ist das nichts anderes. Das ist immer Humor, ja, auf verschiedenste Art und Weise. Darf ich das nehmen noch? Ja, ja. War verkehrt auch noch. Ja, ja. Das ich sehe so eine Brühe zu stellen. Was steht da drunter? Da steht durchaus einfache Komposition. Seht ihr das? Aber ich plane jetzt so, mit denen, so, da habe ich so eine Serie angefangen, wo ich nicht genau weiß. Das eine ist so, dass ich sammle immer so Zeug und das haue ich dann oft in eine Kiste zur Aufbewahrung. Und dann habe ich das reingehauen und das war ein wunderbares Bild dann plötzlich. Das habe ich dann aufgeklebt und das heißt Freund Zufall. Wobei Zufall natürlich immer ein wesentlicher Aspekt meiner Arbeit ist. Das ist ja die Leute, die da wahnsinnig werden, weil da lauter Haufen sind. Denen sage ich immer, dass das wichtig ist für mich. Also ich mache eine Zeichnung und dann habe ich einen Text dazu gemacht und dann fällt irgendein Haufen um und da kommt ein anderer Text, der plötzlich viel besser passt. Aber ich habe mitverfolgt, dass du sehr viel aufschreibst, notierst, wenn du irgendwelche Sachen siehst oder so. Dieses Notizbuch ist für dich, glaube ich, wesentlich. Ja, da gibt es ziemlich viel, ganze Laden voll. Ja. Meistens interessanterweise nicht fertig. Ja. Also die sind alle hinten noch ein paar leere Seiten drinnen, mehr oder weniger, weil ich dann schon wieder ein neues Buch habe. Ja. Und das habe ich nicht immer mit, dann nehme ich andere. Bist du ein Pessimist oder Optimist?
Ich bin Zweckpessimist. Zweckpessimist. Also ich erwarte das Schlimmste und freue mich dann, wenn es nicht eintrifft. Also das heißt, du bist meistens auf der positiven Seite, oder? Naja, eigentlich schon. Ja. Ich meine, ich bin ein totaler Glückspilz, ja, in Wirklichkeit. Weißt du, so schlecht denkst dann? Nein, ich bin. Ich habe mein ganzes Leben lang nicht einen anderen Job machen müssen neben meiner Arbeit. Das ist allein schon ein großes Glück. Ja. Und ich habe mir das auch nie gedacht, so, dass das so funktioniert. Dieser Raum wird ja in Kürze wieder, also war der Plan, wieder zur Kunsthalle Wien. Kunsthalle K. Kunsthalle K. Ah. Deshalb sind wir im Falter bei Kunsthallen vor Kunsthalle Wien. Aha, okay. Was ändert sich da drinnen? Da ändert sich eigentlich wenig. Das ist eigentlich schon alles kuratiert und da liegt das Buch von der Stefanie. Mhm. Und die Schrift wird eröffnet. Ja. Das war so, bei der letzten Eröffnung war ja richtig was los dann da draußen. Ja, es gab zwei Eröffnungen, wo was los war. Eigentlich gab es drei schon. Also das erste war Marco Lulic, der so eine Leuchtschrift gemacht hat in der Ausla. Und mit dem wunderbaren Lukas König draußen, der so gut gespielt hat, dass ich wirklich und beim zweiten Mal habe ich dann eine Polizeiblaskapelle gemietet, die leider nicht mein Lieblingslied gespielt hat. Was war das? Ich habe die einmal gehört in großer Besetzung bei einem Straßenfest und haben griechischer Wein instrumental gespielt. Und das war super, so ganz langsam. Und das haben sie aber nicht gespielt, aber sie haben Summertime gespielt. Aber ich glaube, dieser kleine Ausflug da zu dem Rundherum, ich sehe deine Arbeit eher so als Gesamtding. Also das kann man ja nicht lösen und sagen, es ist, die macht jetzt die Zeichnung aus oder die machen die Bilder aus, sondern ich habe den Eindruck, das bist du. Als auch das, was nach außen geht. Ich bin jetzt in letzter Zeit auch Kunstsammler. Ja. Und es gibt immer so Phasen, wo dann was dazukommt noch. Also aber ich habe selten wen erlebt, der so eine Freude hat dann auch mit den Objekten, die er erinnert. Nein, also es ist so, dass ich ja seit 2,5 Monaten allein in einer Wohnung lebe und die ist jetzt voll gepackt schon mit Kunst. Also es ist, bald muss ich den Plafon auch bespülen, weil mir das totale Freude macht. Die kommen in den Raum und das hängt dicht an dicht in so einer Floridsdorfer Hängung. Mhm. Und das freut mich einfach, ja. Weil da nur Sachen hängen, die, erstens haben die alle eine Geschichte, so wie mit meiner Geschenkte Straße Serie, das ist, jedes Ding erzählt dann irgendwas, mir. Das muss gar nicht jetzt die originale Bedeutung sein, sondern mir sagt das irgendwas. Ich sehe da was, da habe ich irgend so eine kindliche, ein kindliches Gefühl bewahrt. Lochgott, wie viel gibt es da? Gibt es ja über 1000 schon, oder? Nicht ganz, aber wir nähern uns. Ja. Ich hab, das ist aber ganz interessant, wenn man die Kommentare liest, weil bei dir ist es so, es gibt total euphorische Fans, die sagen Wahnsinn. Und dann gibt es immer diese Nörgler, die sagen, was ist das, wo ist da der Witz? Mein Lieblingsspruch ist, gibt es das auch in lustig? Aber liest du das öfters? Nein. Nicht. Also ich schaue da zweimal im Jahr rein. Ja. Also, aber es ist immer dasselbe und das ist eigentlich gut, dass das Emotionen weckt. Ja. Also wenn das wurscht ist, allen ist das nicht so gut, wie wenn es positiv und negative Sachen gibt. Nein, finde ich eigentlich auch, dass das viel spannender ist, wenn es das in zwei Bereiche geht. Ja, danke vielmals. Außer du willst noch was. Meine Botschaft an die Welt vielleicht noch. Botschaft an die Welt, geh scheißen. Okay, danke.